Ja, Rapp, meine lieben Freunde, es ist Pre-Order-Recap-Time. Ja, ich bin alleine und ihr müsst euch wieder mit mir zufrieden geben. So ist es halt einfach, ne? Und jetzt muss ich euch mal was sagen. Das geht mir jetzt schon seit längerem ein bisschen auf den Arsch. Egal welches Unboxing wir rausbringen, irgendwie interessiert es keinen mehr. Gibt es aktuell keine Leute, die sich für unsere Unboxings interessieren? Wir haben 46 Aufrufe auf die Anja oder so. Was soll denn das? Macht ja gar keinen Spaß mehr. Wissen wir schon gar nicht mehr, ob wir überhaupt noch weitermachen sollen, weil anscheinend interessiert es ja keinen. Soll jetzt kein Jammern sein. Natürlich machen wir weiter. Aber sei dahingestellt, verstehe nicht, wenn ihr irgendwelche Änderungen haben wollt an dem Unboxing, an dem Stil, wie wir das machen, dann sagt bitte Bescheid, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können gerne irgendwas ändern. Das soll jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht einfach aufhören, aber anscheinend gibt es Leute, denen gefällt es nicht so ganz mehr. Vielleicht ist es zu langweilig, zu dahingestreckt, soll man es kürzer halten, wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungen habt. Bitte gerne, sind wir dankbar dafür. Aber heute geht es ums Recap und da schauen wir jetzt gleich mal wieder rein. Gut, Leute, wir können nochmal alles von vorne machen. Ich bin gerade alles mit euch durchgegangen, habe umsonst in diese Scheißkamera reingelabert. Und die Aufnahme ist einfach abgekackt. Jetzt kann ich es nochmal machen. Jetzt werde ich das im Schnellformat machen, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Bin schon abgefuckt. Hier gibt es eine Keilziffer, hat man eh letztens erst. Meine Bilder laden auch nicht. Was ist denn hier heute los, hä? Gib mir auf den Sack die ganze Scheiße. War recht günstig, aber fand ich einen anderen schöner. Muss ich ehrlich gestehen, den in der Schale drin. Gut. Dann in Stock, Pre-Order, in Stock. Mal wieder eine Link-Statue auf den Conan würde ich gerne eingehen. Und zwar auf dieses Bild hier, weil ich finde Professor Agasa echt gut gelungen und auch die anderen Detective Boys. Die Eihaibera kommt noch und Conan finde ich echt gut. Finde ich alle recht schick. Schön zum Zusammenstellen. Und er sieht wirklich aus wie im aus der Serie. Ne? Sehr cool. Von den beiden finde ich den schöner. Deswegen gehen wir da rein. Ja. Der ist nicht so groß, aber der ist echt süß mit seinem Gesichtsausdruck. Gib die Zeug kaum jetzt öfters, ne? Außer den Preis wollte ich mal kurz wissen, ne? Ich habe schon einmal alles gerade gemacht, es tut mir leid, falls ich irgendwas jetzt vergesse, übersehe. 80 Dollar, Shipping ist auch schon drauf, 20 bis 40 Dollar, also ein Huni, circa bist du dabei. Ist in Ordnung. Süßer kleiner Totoro. Gut. Den Zorro, den können wir uns gerne mal geben. Finde ich die Gesichter gar nicht so verkehrt, muss ich zugeben. Finden eigentlich immer mit Kopftuch besser. Auch hier drin mit Kopftuch, auch so, ja. Ich weiß nicht, Zorro hat halt immer so ultra viele Effekte und alles, ne. So sonst, die Kleidung sieht echt schön gemacht aus. Schwerter sind super. Ja, mit Bandana finde ich ihn schon cooler. Mit Bandana ist es, ja doch. Was für einen Preis haben wir wieder vergessen, weil ich habe ja gerade vorher schon mal alles gemacht. Ah, 3,85. 47 cm groß. Ja, ist okay. Aufnahme läuft übrigens noch. Ich muss da jetzt immer ein bisschen drauf schauen, weil eben gerade hat es einfach verkackt alles. Keine Ahnung warum. Da können wir alles überspringen. Auf den Kilo können wir kurz reinschauen. Weil da kommt nämlich nachher noch einer. Ich war ja gerade schon mal da. Den finde ich nämlich gar nicht so geil. Ich finde die Haare recht merkwürdig, auch das Gesicht nicht so schön. Ohne Base. Er kostet zwar nur 125 Dollar, aber wartet bitte kurz ab. Es kommt gleich einer um 45 Dollar mehr oder was. Der ist deutlich besser. Ruffy gegen Kaido, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Da gehen mir die Charaktere komplett unter. Recht groß ist es, ja, mit 65 durch die ganzen, durch die das Ganze mal 42 mal 51. Der LED-Effekt, den sieht man jetzt leider nirgends wirklich. Denkt mir hier unten das Feuer oder was. Der kostet 550 Dollar.
aber ist nicht so mein Fall. Das finde ich ganz cool, was sie da eingearbeitet haben in die Base. Das muss ich schon lassen. Auch vorne den Totenkopf. Aber die Statue an sich überzeugt mich nicht so. Jo. Dann. Dann gehen wir kurz zur C18. Und da kam vor 2 Wochen, glaube ich, im Recap. Oder vor 3 Wochen. Kam eine C18 raus, die fand ich sehr, sehr gut. Die finde ich auch sehr, also die ist recht ähnlich, nur leider sieht man das Ganze nie im Ganzen mal auf der Base stehen. Die Base finde ich nämlich echt ganz süß, wenn die wirklich so ist. Ja. Aber auf jeden Fall die B-Variante. Die A-Variante finde ich nicht so cool. Ich finde die B-Variante mit ihrem Gesichtsausdruck, auch mit den Kratzern im Gesicht und den Bewegungen in den Haaren, finde ich doch besser, ja. Auch die Pose ist anders von den Armen her. Man kann das hin und her tauschen. Das ist jetzt B-Variante. Ja, B-Variante ist schöner, ja. Kostet die B-Variante 205 und beides zusammen 259. Ich würde mich trotzdem für die B-Variante entscheiden, weil die andere würde ich wahrscheinlich nie aufstellen. Kannst den 1:6 und 1:4 kaufen und da hat mein 1:4. Da 289, ist auch nicht so teuer. Das geht. Finde ich ganz cool. Aber fand ich auch die letzte, die man da drin hat, sehr cool. Gehen wir auf die Seite 2. Ich rate das jetzt echt ganz schön schnell durch. Und da ist auch schon der Kilo, von dem ich vorher gesprochen habe. Den finde ich deutlich cooler. Mit LED-Effekt unten in der Base. Eine süße kleine Base dabei. Auch die Effekte sehr cool. Er selber vom Gesicht finde ich auch viel besser. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Und er kostet, wie gesagt, nur $45 oder $180. $40 Versand, 2,20 umgerechnet in Euro, weiß nicht, 2,10 oder sowas die Richtung. Finde ich doch besser, ja. Beim anderen kommst du mit Versand auch auf 150, zahle ich mit Versand halt von mir $60 mehr oder 50, sowas die Richtung wahrscheinlich. Und habe einen mit LED und einer coolen Base und doch deutlich besser, ja. Finde ich echt schöner als den anderen. Dann, da habe ich vorher reingeschaut, ich habe keine Ahnung, das war von Hazing, ich habe es leider nicht gesehen, aber es sieht voll brutal aus. Ne? Man kriegt da ultra viel. Man kriegt hier eine zweite Base, wo man die Büste davor stellen kann, mit der Waffe, mit der ultra lang. Dann hier die Hauptstatue quasi, mit den zerstückelten Charakteren und zerquetschten, das finde ich, sieht echt mega gut aus, ja. Auch dieser kranke Killerblick. Ich weiß nicht, was er da abgebissen hat. Finger oder irgendwas. Müsste sein, weil das dürften die Handschuhe. Der hat sicher die Finger abgebissen. Komplett gestört und krank. Ja. Sieht auch hier diese eingeritzten. Keine Ahnung, was. Das sieht echt heftig aus. Ja. Kostet aber auch, sage und schreibe, $1,369. Aber nur für alle. Hier ist ganz schön was dabei. Ne. So ist es halt auch nicht. Ne. Und es ist 1:5. Und Figurama hat bis jetzt überzeugt, muss man sagen. Ja, war ich vorher auch dabei, kann ich immer noch nicht sagen, was es ist. Es tut mir leid, bitte hatet mich nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass die zwei Sachen so extra sind. Ne? Du hast einmal das da zum Aufstellen, kannst ihn dann dazustellen, wenn du beides kaufst im Set. Kannst aber auch nur den Charakter kaufen. Charakter alleine kostet 2,25, die Explosion 3,25. Ein Huni für... Für ein 100er für das da. Ja. Muss man mögen. Sonst kauft man das wahrscheinlich eh nicht. Ist klar. Gut, da ist nun mehr Scheiße dabei. LX Studio Rob Lucky. Gibt es in Schwarz, in Weiß und oberkörperfrei. A, B, achso, Schwarz. Also komplett Weiß, Weiß Gold, Schwarz Gold und oberkörperfrei, ja. Finden so klassisch in A eigentlich ganz cool. Finde auch die Taube auf seinen Schultern ultra cool. Aber ich brauche keinen Luki. Ist nicht meins. Ist, glaube ich, von Elkhart Arc, wo er aufgetaucht ist. Kostet nur $130 und das finde ich echt super bei LX Studio. Die sind echt preisgünstig. Trotzdem relativ hochwertig, ja. Finde ich schon nicht schlecht. Klar muss man ein paar Abstriche machen, aber zum Groben und Ganzen finde ich es okay. Gut.
G-Mail Place, Palace, Place, sag ich schon. Kaido gegen Big Mom. Kriegt man beide im Set. Gibt's auch nur so gemeinsam. Kann man sich auch nicht entscheiden, dass man nur Kaido haben möchte. Oder nur die Big Mom. Und das Haki gibt's extra dazu. Das kostet einen Huni Aufpreis. Der ganze Spaß kostet Version A und B. Genau, was war da? A und B. Nee, Blödsinn. Kann man doch einzeln kaufen. Battle Damaged Version. Ah, okay, das wird A und B sein. Regular Version ist ohne. Also, dass der Mantel zum Beispiel ganz hier ist, er abgefackelt ein bisschen. Beim Kaido ist eine Schnittwunde auf der Brust, beim Standard nix. Deswegen Regular und EX und A und B. Was war A und B? Steht das irgendwo? EX Haki included, okay. Regular, no Haki included. Das war mal das. Ich glaube, man kriegt beide, ne? Painting Version A, Regular B, Battle Effect. Okay, ja, genau. Da wird Shipping halt extrem sein, ne? Oh, geht, 130. Man kriegt halt doch zwei ganz schöne Brecher. Aber ich hätte keinen Bock auf die Big Mom zu Hause bei mir. Echt nicht. Den Nika Ruffy finde ich zur Abwechslung echt mal ganz cool. Der hat eine recht kleine, niedliche Base. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie so, wenn das so ein bisschen kompakt ist. Und ich finde auch, der Nika Ruffy sieht echt mal nicht ganz so scheiße aus. Ich bin kein Fan von Nika Ruffy, deswegen ist es echt immer schwer. Der hat anscheinend zwei verschiedene Gesichter. Wo ist da der Unterschied? Sieht den Unterschied irgendwer? Ja, keine Ahnung, ich sehe keinen Unterschied. Ja, den finde ich echt ganz cool. Kommt auch noch ein Zorro dazu. Und die Version A und B. Wo ist da der Unterschied? Zwei Köpfe für jede Version. A, Regular, B, Transparente. Das ergibt Sinn. Das wäre hier wahrscheinlich einmal transparent. Ah, hier oben ist transparent, ja. Und hier ist Solid. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Kostet auch nur $200. Nur, ja. Aber ist in Ordnung, ja. Und ist mal für mich auch ein Nika Ruffy, den ich ganz cool finde. Das finde ich sehr, sehr cool. Bis auf die Tatsache, dass sie den ihre Saiyajin-Schwänze so merkwürdig aus. Also nicht ganz so. Die müssten für mich mehr flauschig oder buschig aussehen. Das sind halt doch Affenschwänze, ne? So finde ich sie alle sehr, sehr cool. Auch die Gesichter und so weiter. Mit den Scoutern. Mal die OG-Leute. Einfach SpongeBob jetzt da. Zu der Zeit noch. Kosten auch alle im Dreierpaket nur $300. Und eins sind 120 bis 130, 135, ja. Finde ich jetzt vom Preis her echt okay. Kann man wirklich nichts sagen. Jo. Und gerade wenn es alle drei nimmst, sind $300 ein Huni pro Charakter. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und Raditz sowieso einer meiner Lieblingscharaktere auch gewesen. Ja. Und dann gehen wir auf die letzte Seite. Gehen wir ganz schnell ganz nach unten, weil da oben ist ekliges Zeug. Wir hatten hier einen Inuyasha, einen Mini-Inuyasha. Eine Boa Hancock, wo ich sagen muss, dass die Proportionen wirklich mal gut sind. Wenn man da so her sieht, es ist jetzt mal nicht so übertrieben. Die Pose ist cool, die Schlange ist ganz cool geworden. Das mit den Effekten muss man mögen. Ja, das gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in diesem dunklen Violett, wo sie auch diese Kleidung anhat. Oder in ihrer klassischen Kleidung. Und in so hell, was ist das, pink, rosa? Keine Ahnung. Überall ist der Charakter unten drauf, also der Marinesoldat. Die finde ich echt mal echt ganz cool. Ist nicht zu sexistisch. Man kann jetzt nirgendwo großartig drunter spitzeln bis jetzt. Versteinerte Hand ist da unten drin und so. Das ist schon echt ganz cool. Nur kostet es auch $575. Sie ist groß, ja. Aber es ist halt weiblicher Charakter. Ist meistens mal wieder teurer. Gut, dann haben wir da
Slam Dunk, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Basketball-Zeug halt von. Ich habe keine Ahnung von Sport-Animes. Dann haben wir da einen Laos oder Laios, wie auch immer er heißt. Der wäre was für ein Mario eigentlich gewesen, aber in dem Fall gehen wir da nicht drauf ein, weil der wird sich ärgern, dass schon wieder so ein Ekel rausgekommen ist. Eine Nami. Weiß ich nicht, bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Sie ist okay, sie ist gut, ja. Ich glaube auch, hier LED-Effekt wird wahrscheinlich hier in den Kugeln sein, denke ich mal, weil sie ist. Man kann sie mit LED kaufen oder normal. Kostet 239, finde ich auch nicht teuer. 33x27x21. Ja, ich finde es aber auch nicht so besonders. Sie ist okay, sie ist cool, ja. Ist halt Nami, ne? Erfindest du das Rad nicht neu bei Nami? Hier hat man wieder auch was für ein Mario, ein Meruem. Da kommt auch noch eine ganze Serie, so wie man sieht. Könnte sein, dass da vielleicht immer ein Charakter noch dabei ist für ihn. Von Hunter Fan Studio. Hat er ja auch schon was zu Hause. $229 in 1:6. Finde ich es auch okay. Dafür, dass es mal wieder ein anderer Charakter ist. Ja. Der war mir so. Okay, du kannst sie quasi abnehmbar machen, dass hier die ohne Flügel den aufstellen kannst oder mit. Das finde ich ganz cool. Was ich witzig finde, sind die zwei Typen da. Keine Ahnung, wer das ist. Finde ich aber lustig. Und jetzt nähern wir uns dem ekligen Ende. Wir gehen noch auf den Vegeta und dann war es das. Den finde ich für 1:4 echt günstig und echt ganz cool. Hier unten LED-Effekt in der Base drin. Gesicht finde ich nicht so schlecht. Ich bin zwar kein riesen Vegeto-Fan, aber den finde ich ganz cool. Klar muss man so ein bisschen seitlich den aufstellen, so ein bisschen schräg. Aber den finde ich echt nicht so schlecht. Kommt auch noch der Kampf dazu, also der zweite Charakter dazu, wenn man sich das gönnen möchte. Und für 1:4, für $275 finde ich, und LED finde ich echt in Ordnung, ja. Und das war's. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Hab jetzt nochmal alles für euch schnell wieder ein bisschen schneller durchgerattert, weil ich es quasi eben gerade schon mal gemacht habe. Es wird auch schon spät, ich muss bald schlafen gehen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne wirklich mal in die Kommentare, was können wir anders machen in unseren Unboxings. Habt ihr da überhaupt noch Bock drauf? Wenn nicht, dann packe ich die entspannt zu Hause aus. Und wenn es keinen mehr interessiert, ne? Dann machen wir vielleicht nur noch Convention-Videos, wenn wir dazu kommen, wenn das die Leute mehr interessiert. Ja, sollten wir uns mal ein bisschen Gedanken machen, Mario und ich brainstormen da eh auch schon ein bisschen. Und ich hoffe, ihr könnt uns vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, was ihr gerne sehen wollt oder anders haben wollt. Gut, das war's. Ich hoffe, das Pre-Order-Recap hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns am Sonntag beim Unboxing. Ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende und you're up. You're up.